Freunde, ich dachte, da ist nur die Waffe drin. Digga, der Koffer ist noch komplett voll mit Zeug. Also, Freunde, wir machen jetzt ein kleines Unboxing. Ja, ihr wisst natürlich schon vom neuen, erweiterten Airsoft-Loadout. Als kleine Info vorab, ganz wichtig. Und zwar habe ich auf meiner Website, ja, fritzmeinecke.shop.de und so weiter, ist überall auf Instagram verlinkt, unter jedem Video und so weiter, gibt es eine Ausrüstungsliste. Und da habe ich hier unten unter Ausrüstung einen neuen Reiter heute hinzugefügt, und zwar von Airsoft Loadout. Ja, das müssten die Sachen sein, die wir jetzt gleich unboxen. Das heißt, wer das nochmal genau nachgucken will, wie teuer das ist, was das genau ist, sich das holen will, whatever, kann hier jederzeit nachgucken. Ja, das bezieht sich natürlich nicht nur auf Airsoft-Ausrüstung, sondern auf alles Mögliche. Über Erste Hilfe, Outdoor-Kocher, Messer, Werkzeuge, Zelte, wahrscheinlich Zelte, oder? Kleidung, allmögliche Kram. Ne? Also hier findet ihr jetzt auch die Airsoft-Geschichte auf meiner Website. So, und jetzt gehen wir rein ins Unboxing, oder? Womit fangen wir denn an, einfach? Womit sollen wir anfangen? Sollen wir gleich mit dem großen Koffer anfangen? Mit dem großen? Oder erst mal mit dem kleinen Scheiß? Also im Endeffekt ist es unterteilt, so würde ich sagen, einmal das Thema Waffe und dann noch so ein bisschen Kleidung. Wir fangen erst mal mit der Kleidung an, oder? Komm, ich hab Bock mit der Kleidung. Wir müssen direkt erstmal, um in Stimmung zu kommen, glaube ich, das Ding hier auspacken. So. Ich habe die Sache noch nicht, keine Ahnung, ne, was das jetzt alles wirklich im Detail ist. Ja, klar. Das ist, glaube ich, halt so ein Ghillie-Mantel. Alter. Ich denke mal, das ist eine kleine Jacke. Da sehe ich mich aber hier. Kann ich aber auch noch nachher da auch mal einkaufen gehen mit dem Ding, oder? Wie nennt man die Dinger? Das ist halt schon, wenn ich mich jetzt... Da sehe ich mich aber auch mal auf einer kleinen Bushcraft-Tour mit dem Ding rumrennen, oder? Ich finde auch die Hose ist auf jeden Fall passend dazu, vom Ding her. Dann guck mal, das ist hier, das ist so ein 3D-Ding. Es ist so ein Mesh-Gewebekram, aber mit so Pflanzen drauf. Ist schon chillig, oder? Ich denke auch, der Pullover passt sehr gut dazu. Okay, also was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall, das ist wie so ein Netzumhang. Okay. So, hier kann ich noch was ziehen. Okay, kann ich das alles irgendwie noch ein bisschen fester stellen? Ja, okay. Gut, alles klar. War es das kleidungstechnisch jetzt eigentlich schon so? Ich meine, so bin ich ja jetzt schon ein bisschen, also so bin ich ja jetzt immer noch ein bisschen auffällig, oder, Freunde? So kommen wir ja noch nicht weit, wenn ich nur das Ding hier aufsitze. Na ja, klar. Ah, ihr wisst, wofür es ist, ne? Ist für ein Ding-Dong, oder? Hier ist ja noch dieses Bändchen drunter. So, für einen Beutel quasi, so. Und dann, ich denke mal so, oder? Schon, ne? Und dann, halt wegen der Tarnung. Oder sehe ich falsch? Bisschen klein, meint er? Ist nicht schlecht. Gut, also wir haben schon mal einen getarnten Schlüpfer. Ja. Naja, klar. Gut, das ist halt, ich sag mal... Für die mit einem etwas größeren. Können halt auch für einen Langlachs mal einen kleinen Tarner raushängen lassen. Wisst ihr, was ich meine? So ein Ding ist das. Stell dir mal vor, du hättest einfach so ein langes Ding, könntest damit richtig so, wenn du pinkelst, so. Okay, nee, Spaß beiseite. Also, das ist, glaube ich, das Waffencover. Das wird da irgendwie rüberpassen. Das legen wir mal zur Seite. Und das ist, glaube ich, vorne für den Schalldämpfer. So, okay. Kleidungstechnisch? Ich glaube, kleidungstechnisch ist gar nicht mehr mit dabei. Aber gut, also kleidungstechnisch bin ich ja eigentlich auch. Haben die noch mehr? Ich will mal kurz gucken hier in Novridge. Mal zusammen mal gucken. Ich habe jetzt hier diesen. Das ist dieser Umhang hier. Ja, okay. Die haben aber eigentlich auch noch einen Boonie, theoretisch. Den habe ich nicht.
Oder die haben so ein komplett so eine Jacke. Aber gut, ich habe ja... Das ist das Ding, das Ding. Hä, guck mal, was ist das für ein geiles Teil? Hä, warum habe ich denn das nicht? 3D Ghillie Suit Sniper Boonie. Ich glaube, ich muss dir nochmal eine Mail schreiben, oder? Da brauchen wir aber noch, da müssen wir nochmal ran. Die Jacke auch eigentlich vielleicht ganz geil. Ach, guck mal hier, Ghillie Sniper. Marksman. Aha. Ist das der gleiche wie hier? Urban Sniper. Ja. Und Assaulter. Ja, okay. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal eine E-Mail schreiben, was den Ghillie Suit angeht. Also da sehe ich mich aber vielleicht noch ein bisschen upgraden, oder? Ich meine, das Ding hier ist schon nicht schlecht so. Aber da geht noch was, oder? Okay. Aber ich ziehe das jetzt mal wieder aus hier. Das, ich glaube, das wirkt sonst auf Dauer ein bisschen komisch. Ist halt ganz geil wahrscheinlich so, wenn du halt so... Wenn du theoretisch komplett, ich sag mal, Flecktown Multicam hast oder so und sagst, ey, jetzt will ich ein bisschen Sniper spielen oder so, setze den Boonie auf oder diese Maske und das Ding nur hinten drüber. Ja, weil wenn du liegst, ganz ehrlich, das sieht schon geil aus. So, von der Tarnwirkung könnte man auch mal einen kleinen Test machen. Ich weiß auch nicht, ich stehe zurzeit wieder, ich gehe voll ab auf so Tarnkleidung irgendwie. Hier sind auch überall noch so, sehe ich jetzt gerade, hier sind überall auch so Gummizüge drin, wo du quasi nochmal dein echtes Material ranmachen kannst. Oder halt auch, keine Ahnung, irgendwie nochmal zusätzlich Zeug reinfädeln kannst. Ja, ja. Buschkraft-Tuno mit Fritz seiner Stimme. Okay, Freunde, komm, wir gehen jetzt gleich ins Eingemachte, oder? Obwohl, nee, wir haben noch was anderes. Wir haben noch was anderes, was da eigentlich zu diesem Thema noch dazugehört. Okay, wir schieben das hier mal zur Seite. Also hier ist auf jeden Fall mal noch so ein Paket, so eine Schnüre mit dabei. Die kann man dann wahrscheinlich da einfach noch so reinknoten und knüpfen. Das sieht aus wie gefärbtes, was ist denn das? Bast oder sowas? Halt wirklich das Naturmaterial, aber ein bisschen eingefärbt. Kann man den Ghillie noch ein bisschen erweitern, tarnungstechnisch. So, okay, jetzt ist hier so ein Paket mit Blättern drauf. Oha. Digga, das ist alles voll mit Blättern. Alter, wie viel sind da drin? Holy moly. Alter, ich werde zum wandelnden Busch. Wie viel sind das? Hier sind noch so komische Stecker drin. Dass man die hier wahrscheinlich dann so... Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da sind so Löcher. Ach komm, wer hat doch schon... Hier, so Dinger. Zack. Und dann kann man die wahrscheinlich da so festmachen. Ah, jetzt raff ich das. Jetzt raff ich das. Warte mal. Wir probieren das mal hier kurz. Bei diesem Schlüpferding. Das kann man wahrscheinlich dann hier durch dieses Meshgewebe und dann auf der anderen Seite dicht machen. Und dann hast du hier die Dinger noch am Meshgewebe dran. Oh, ist ja ultra krank. Boah, das ist schon heftig, oder? Das sind einfach so Kunstpflanzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut funktioniert. Vor allem, hier sind ja ultra viel. Das war nur eine Packung. Guckt euch das an. Digga, da kann ich mein ganzes Gesicht voll machen. Das sind ja ultra viele. Alter, da kann ich wirklich der wandelnde Baum. Werde ich da. Weil beim Thema Tarnung ist halt wirklich so das Thema Silhouette. Und damit kriegst du halt die Silhouette geil weg. Weil das halt wirklich so 3D-mäßig ist. So, jetzt kommen hier nochmal große Kisten. 4 Stück. Ich mache die jetzt alle 4. Holy moly, Alter. Du wirst hier einfach zum wandelnden Busch. Du kannst halt ja auch die Dinger dir mit was auch immer an Molle-Schlaufen dran machen von einem Rucksack, Alter. Warte mal. Hä? Guck mal an, Alter. Ist voll geil, oder? Hä, feier ich irgendwie hart. Ich gehe einfach mit so einem Busch dann los. Ich habe immer so einen Buschrucksack. Guck mal, wenn das dann hier sogar noch so da drunter ist und das so ein bisschen drüber. Alter, no way, ey. Und das, du musst auch überlegen, das ist jetzt ein Oliver-Rucksack. Ja, wenn du quasi einen Rucksack hast, der schon eine leichte Tarnfarbe hat, sei es Flecktarn, Multicam, whatever, ne? Und du hast dann hier so ein bisschen 3D-Kram dran. Hä? Ultra krank, Alter. Nice! Finde ich geil. Okay. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, oder? Gehen wir jetzt ans Schießgewehr oder was? Ich habe den Koffer noch nie aufgemacht. Wir gehen jetzt direkt rein mit dem Koffer. Ich sag's euch. Wir gehen direkt rein. Ich hätte vielleicht vorher mal reingucken sollen, ne? Ich hab. Scheiße. Ah, jetzt. Freunde, ich dachte, da ist nur die Waffe drin.
Digga, der Koffer ist noch komplett voll mit Zeug. Sag ehrlich, darf ich dich einkaufen jetzt immer, oder? Hä? Ist ja mega. Stell dir mal vor, Junge. Ohne Scheiß. Angelcamp 2.0, falls stattfinden sollte. Ich werde sicherlich nicht eingeladen, aber wenn. Einfach mal random mit einem kompletten Ding ankommen hier. Ich mach Kapuze hinter so. Dann komm ich so. Angelcamp 2.0, wenn ich nicht eingeladen werde. Ich bin trotzdem da, aber ihr werdet mich nicht sehen. Ich schwör's euch. Ich komme im Ghillie an. Ich werde eine Mission starten. Wo bin ich denn? Aber ich bin mir für nichts zu schade. Das heißt, ich werde anfangen, die Dinger in den Bau zu machen. So. So ein Ding hat das. Da sehe ich mich aber hier. Ey, das ist wie Weihnachten. Die ganze Butze ist voll hier. Okay, wir machen weiter. Ich würde gern den Mega-Döner nehmen. Genau, Doppelfleisch mit ein bisschen Käse. Ohne Zwiebeln, ohne scharfe Soße, ja? Alles klar. Stell dir mal vor, ich vielleicht auch im Auto. Vielleicht bin ich auch im Auto demnächst so unterwegs. Und plötzlich... Entschuldigung, allgemeine Verkehrskontrolle. Okay, Freunde. Okay. Riecht vielleicht ein bisschen nach Kunststoff. Okay, Freunde. Das Ding ist jetzt folgendes. Die Frage ist, was für Perks bauen wir da jetzt an? Ne, ich lade nicht durch. Quatsch. Das mache ich nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier geschwungener Lauf. Aber schon, ich finde, mit der Hose zusammen harmoniert, oder? Schon. Aha. BB 46 Gramm. 0,46 Gramm. Okay, okay, okay. Wie viel sind da drin? 555 Stück. Okay, Freunde, wir haben jetzt schon mal die BBs. Was ist das jetzt hier? Was ist denn ein Flash? Hallo? Hupsi. Ah, jetzt seht ihr's. Ist das dafür nur, dass die BBs die Linse nicht kaputt machen? Oder ist das so ein Ding, dass irgendwelche Reflexionen nicht passieren? Das hat, glaube ich, auch irgendwas hiermit zu tun. Das wird fürs Scope sein. Wir legen das mal Scope Extender. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir machen ja Stück für Stück. Ah, okay, das ist das Magazin. Ja, das passt chillig hier rein. Zack. Das ist auch der Verschluss, dieser Verschlusstyp, ne? Das ist, glaube ich, auch den, der die Bundeswehr nutzt. Weil wenn man jetzt hier zieht, geht es auf. Ist halt leiser als Klett. So, wir haben das, wir haben das. Was haben wir hier noch? Quick Detach Scope Rings. Okay, okay. Das gehört auch zum Scope. Ah, okay. Ja, naja. Also was ist es, ein Quick Detach Scope Ring? Damit du das Scope quasi schnell abmachen kannst. Ich vermute mal, das ist, dass du das in den Koffer reinkriegst, oder? Weil sonst würde ich das ja nicht abmachen. Ich gucke mir das mal an. Das legen wir mal hier zum Scope-Haufen. Hier ist noch eine Brille, eine Schutzbrille. Aber das Ding ist, brillentechnisch und Gesichtsmaske mit Wangenpad habe ich eigentlich schon. Muss ich mal checken. Ich lasse die da erstmal noch drin. Hier ist zum Beispiel auch eine Gittermaske noch.
Aber eine Gittermaske habe ich schon. Ich hatte sogar einen Paintshop und ich habe hier an den Wangen so, so Softleder drin. Deswegen lasse ich die mal hier hinten noch erstmal noch liegen. Vorm Discs. Wofür ist das? Freunde, was ist das? Oh! So, my friends, this is the manual. What's up? This is your new Norbridge SSG 10. My team and I did your best to make it as accurate and reliable as possible. And we hope you will enjoy using this gun as much as we do. General warnings, disclaimer, safety guidelines. Das ist wichtig, weil ich bin Sicherheitsbeauftragter. Codename, Sicherheitssalamander. Hallo, in der Mitte, da ganz unten, was steht denn da? Unconcealed? Do not shoot on other people. Ne, genau! Was heißt das? Oh, was ist das denn hier? Maintenance Kit. Sieht aus wie so ein Fehlermäppchen. Rubbing Alcohol. Kleber? Was soll ich denn hier kleben? Wieso ist da Kleber drin? Falls die Waffe auseinanderbricht, kann ich sie zusammenkleben oder was? Für die Blätter ins Gesicht kleben. Da haben wir's. Ich brauche auf jeden Fall diese komische Maske. Also klar, den Hut feiere ich schon hart so. Ist schon eine nice Nummer. Aber ich sehe mich auch mit dieser ganzen Maske rumsitzen. Rumrennen. Da sehe ich mich aber bei Kaufland drin mal einkaufen gehen nachher, oder? Finger lang am Abzug, meine Freunde. Polizei Hamburg, würden Sie diesen Mann bitte im Auge behalten? Schaffen Sie nicht, weil Sie mich nicht sehen. Das ist nämlich deren Problem. Das ist ein Dreibein. Da haben wir. Wollen wir Dreibein-Perk installieren? Weil, guck mal, ich vermute, wenn wir Dreibein installieren, haben wir wahrscheinlich eine bessere Zielstabilität. Dafür kommen wir aber zum Beispiel langsamer ins Visier rein, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wir sind vielleicht auch langsamer vom Tempo. Das fettes Dreibein. Kleben? Ach, der Kleber? Der Kleber? Ja, klar. Der Kleber ist dafür. Nee, nice. Gut, also wir haben hier schon mal die heftigen Anbauteile, aber irgendwie fehlt mir, glaube ich, hier noch der ein oder andere Adapter. Und dann habe ich jetzt noch das Scope. Boah, ich muss das Ding ausziehen. Jetzt wird mir aber warm hier, Alter. Klar. Verstehe. Wange an der Schaftbacke und ca. 3 Finger zum ZF. Naja, na der Punkt ist, wenn du zu weit weg bist, dann siehst du ja das durchs Zielfernrohr gar nicht richtig. So, und das ist optimal hier. Sind das 3 Finger? Ja, ungefähr. Kommt schon hin, ja. Wollen wir das verlängern, das Zielfernrohr? Wir gucken mal kurz, ne? Guckt es euch mal kurz an. So sieht es jetzt aus. Ich glaube, wir machen das länger vorne, ne? Es sieht, glaube ich, geiler aus. Ja, da sehe ich mich, glaube ich. Das finde ich, glaube ich, geil. Und dann diesen Heiler hier vorne drauf. Oh ja, da sehe ich mich. Ja. Mann, ich wollte mir, dass ihr da vorne mal so das Ding seht. Oh ja, da sehe ich mich. So, jetzt wollen wir wegen dem Zweibein nochmal gucken, ne?
Jetzt raff ich's, na klar. Oh, jetzt hat's Klick gemacht. Ja, ja. Nee, Freund, ich weiß, wie ich's anbaue. No joke. Ich weiß doch, wie ich's anbaue, klar. Hab mich auch ein bisschen dämlich angestellt. Hier, da muss so ein Gumminupsel weg. Und jetzt kann ich das direkt hier in das Ding unten reinmachen. Fragt mich doch ruhig, ich kenne mich da aus. Ja, doch, in so einer Lauerposition ist das schon geil. Ist schon eine chillige Nummer. Ja, ganz ehrlich, so viel schwerer ist es nicht. Ja, lass machen wir mit zwei Beinen spielen. Ich glaube, das ist schon ganz geil. Kommt halt ein bisschen auf den Spielstil drauf an, ne? Mit Gilly brauchst du den Schalldämpfer auf jeden Fall, macht einen sehr großen Unterschied. Ja, ich würde ihn auf jeden Fall gerne mal austesten, was den Sound angeht. Also ob, wie das schalldämpft halt wirklich. Ja, dann muss ich halt auch demnächst einschießen. In meinem Wald darf ich ja. Ist ja mein, habe ich ja Platz und ist ja mein eigenes Grundstück quasi. Habe ich schon Bock drauf, ey. Ich habe noch nie richtig Sniper gespielt. Im Airsoft, noch nie. Hast du noch eine Pistole oder etwas anderes zum Knallen? Ich habe noch was anderes zum Knallen, ja. Klar.